Und schon sind wir bei der zweiten Episode Präsentation von Ergebnissen im Modul F. Heute in der zweiten Episode fragen wir uns, wie kann man denn nun eigentlich am besten präsentieren? Wir werden uns erstmal allgemein präsentieren beschäftigen und dann auch wieder fragen, wie können wir das durch Web 2.0 Werkzeuge verbessern? Ja, Präsentationen werden häufig von Studierenden in Seminaren verlangt. Die Gründe dafür können sein, dass Präsentationen die Diskussion anregen sollen. Sie sollen eine Vielzahl von Perspektiven anbieten. Manch einer präsentiert vielleicht auch mündlich besser, schriftlich ist auch eine wichtige Fähigkeit, die man entwickeln muss. Heutzutage muss immer mehr präsentieren, muss sich selbst präsentieren, muss seine Projekte präsentieren und so weiter und so fort. Also das heißt, es ist eine wichtige Kompetenz und es ist ganz wichtig, dass man gute Präsentationen macht, weil die Kommilitonen sich sonst wahnsinnig langweilen. Und wenn alle bessere Präsentationen machen würden, dann käme vielleicht mehr raus. Häufig wird ja tatsächlich von den Studierenden so sich ein bisschen beschwert über ein Übermaß an Präsentationen. Das liegt aber vor allem daran, dass die Präsentationen häufig gar nicht so wahnsinnig gut gemacht sind. Okay, was wird von so einer Präsentation erwartet? Das sollten natürlich Informationen an den Publikum kommuniziert werden und dazu sollten Sie sich immer überlegen, was sind eigentlich die wesentlichen Punkte, auf die Sie eingehen. Im Endeffekt kann man so richtig gut drei größere Ideen vermitteln an das Publikum und überlegen Sie sich immer, ob das, was Sie dort erzählen, wesentlich ist für Ihre Präsentation. Wählen Sie deswegen nur einige wenige konkrete Beispiele aus, die leicht vom Publikum nachvollziehbar sind oder die sie so darstellen, dass sie verständlich sind, sollten die Präsentation ganz klar strukturieren. Das heißt nur ganz wenige Überschriften. Wir schauen uns gleich nochmal von mir ein paar Präsentationen an, wo Sie sich das auch nochmal anschauen können. Üben Sie das und damit Sie eine Struktur haben, Mutterfaden, um klar zu argumentieren. Es hilft auch, wenn Sie präsentieren. Viele Präsentationsprogramme heutzutage haben so einen sogenannten Moderatorenbildschirm. Das heißt, Sie sehen auf Ihrem Laptop was anderes als die Personen, die Präsentation sehen. Das heißt, Sie sehen nicht nur die aktuelle Folie, sondern auch die nächste Folie und vielleicht auch die abgelaufene Zeit und die noch zur Verfügung stehende Zeit. Das hilft Ihnen sehr stark, gute Überleitungen zu machen zu den nächsten Folien. Ganz wichtig, Sie machen eine mündliche Präsentation. Das heißt, Sie sollten wichtige Punkte nochmal wiederholen und sie zusammenfassen. Und klar, Folien helfen dabei. Das heißt, Sie zum Schluss auf alle Fälle nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Wenn Sie die Präsentation vorbereiten, denken Sie daran, wie viel Zeit Sie haben. Also normalerweise eine Folie dauert mindestens eine Minute, es sei denn, Sie haben einen bestimmten Vortragsstil, der sehr viel mit kleinen Veränderungen auf den Folien arbeitet. Aber prüfen Sie es, üben Sie es vorher und schauen Sie, dass Sie in verständlicher Geschwindigkeit vortragen und nicht plötzlich ganz schnell sprechen müssen, um das alles zu Ende bringen. Das wäre nämlich recht unverständlich für alle. Ja, also man kann natürlich es auch so machen, dass man wirklich seine Folien so aufteilt, dass man das mitbringt, was man auf alle Fälle rüberbringen will und hat dann zum Schluss nochmal so ein paar extra Punkte, falls Zeit dafür ist. Schlecht ist immer, wenn man über Folien drüber springen muss und sagt, ja, das kann ich jetzt nicht mehr machen, etc. Das wirkt sehr unvorbereitet. Genau, aussagekräftige Zusammenfassung vor und bei der Foliengestaltung sollte man auf alle Fälle großen Text, mindestens 32 Punkte nutzen. Tja, also für eine Folie braucht man, wenn man es erläutert, Daumenregel ungefähr 2 bis 3 Minuten. Das heißt, wenn Sie 15 Minuten Vortrag haben, dann können Sie eigentlich gar nicht viel mehr als ja, 5 bis maximal 8 Folien nutzen. Was Sie auf alle Fälle vermeiden sollten, sind irgendwelche komischen Animationen, Soundeffekte und
Also ja, fetzige Bilder. Also die Bilder sollten das unterstützen, was Sie sagen. Da werde ich Ihnen nachher gleich nochmal was zeigen. Aber Sie müssen klare Kommunikationsstrategie haben und Sie müssen auch in dem Stil ähnlich sein und nicht wirklich sich vollkommen da voneinander abheben. Bei dem Erhalten von der Präsentation sollten Sie auf alle Fälle eine Uhr verwenden. Teilweise bietet Ihnen das Präsentationsprogramm das an, dass Sie die Zeit im Blick halten können. Es gibt auch ja, Klicker, mit denen Sie die Folien vor- und zurückschalten können. Da müssen Sie nicht immer so direkt am Rechner kleben und die haben häufig auch eine Uhr. Ja, erstmal warten, bis alle sitzen und es ruhig ist, dann fängt man an. Dann informieren Sie das Publikum, ob Sie sagen, Fragen am Schluss oder Fragen währenddessen. Wenn Sie sehr kurze Zeitvorgaben haben, dann sollten Sie eigentlich eher immer Fragen am Schluss wählen. Beim Halten eines Vortrags möglichst frei sprechen, falls und sich an den Folien orientieren. Dabei sollten Sie aber auf die Folien auf Ihren Laptop vor Ihnen schauen und nicht auf die Folien hinter Ihnen, die an die Wand gebeamt werden und Sie dann dauernd den Rücken zuwenden. Ja, wenn möglich, frei sprechen und wenn das nicht geht, Karteikarten nehmen, wo Sie die wichtigsten Punkte dort draufstehen haben, oder beziehungsweise die wichtigsten Punkte, was Sie dort sagen wollen, nicht zu detailliert vorschreiben, weil wenn man es nur noch abliest, wirkt es sehr steif. Karteikarten deswegen, weil die ein bisschen stabiler sind und wenn man einfach so ein Blatt Papier nimmt, das sieht dann nach einer kurzen Zeit immer sehr geknautscht aus. Immer daran denken, selbst langsamer und lauter als sonst üblich sprechen. Das ist einfach eine andere Situation. Und während der Präsentation sich nicht dauernd entschuldigen für Sachen, wo Sie denken, ach, das hätte ich jetzt doch besser machen können. Seien Sie in dem Moment erstmal selbstbewusst und verkaufen Sie Ihre Präsentation. Damit die Aufmerksamkeit da ist, behalten Sie Blickkontakt mit dem Publikum. Und das heißt, Blickkontakt mit dem Publikum bedeutet, dass Sie immer wieder verschiedene Personen anschauen, dort ein paar Sekunden Blickkontakt halten und dann weiterschauen. Und dabei müssen Sie aufpassen, dass Sie rechts und links nicht übersehen, die ganz rechts und ganz links sitzen, die auch mal hinten anschauen, wieder nach vorne. Das kann man ganz gut üben. Wenn man sich zum Beispiel mit ein paar Freunden zusammensetzt und denen was erzählt, die sitzen im Halbkreis und die dann immer wieder einzeln anschauen, aber nicht in der Reihe nach, das ist dann sehr langweilig, sondern mal links, ganz rechts, Mitte, wieder ein bisschen rechts, links, dort Blickkontakt aufbauen. Teilweise kann man damit auch wieder tatsächlich Aufmerksamkeit erzeugen, dass Leute vielleicht ein bisschen abgelenkt sind und irgendwas ansonsten machen. Und wenn sie die kurz anschauen, merken die das meistens und gucken dann erstmal wieder. Auch gute Möglichkeit, um renitentes Stören und Schwatzen zu unterbinden. Am Anfang sicherlich zu Beginn kurz zusammenfassen, was das Publikum erwartet, welche Fragen wollen sie beantworten. Nach einem Punkt auch mal eine Pause machen, um dann wieder anzufangen. Ja, Wiederholung, Wiederholung. Zusammenfassung am Schluss brauchen Sie. Und auf alle Fälle brauchen Sie irgendwie einen guten Schlusssatz. Wir brauchen einen guten Schlusssatz. Und dass Sie klar machen, wann ist meine Präsentation zu Ende. Oder Sie können lächeln und sagen, vielen Dank. Am besten Schlusssatz, lächeln, vielen Dank. Und dann können alle klopfen, dass alle wissen, dass die Präsentation zu Ende ist. Gut, das war's zum Thema Präsentation, wie durchführen und welche Werkzeuge gibt es dazu.